Hallo zusammen, ich befinde mich hier mitten in Paris auf dem Place de la Concorde, wo das älteste Monument von Paris steht, nämlich der 3300 Jahre alte Obelisk aus Luxor. Der Obelisk an sich wiegt um die 220 Tonnen und ist aus massivem Granit gebaut, wurde vor ca. 190 Jahren hier in Paris aufgestellt und auf dem oberen Teil des Obelisken befinden sich Hieroglyphen. Und gerade in diesen Bereichen müssen wir natürlich sehr schonend und vorsichtig arbeiten, um die Verschmutzungen abzureinigen, ohne die Originalsubstanz zu beschädigen. Dieses Mal gibt es tatsächlich mehrere Besonderheiten. Zum einen ist das älteste Objekt Paris und zum anderen übernehmen wir nicht nur die restauratorische Reinigung im Rahmen unseres Kultursponsorings, sondern wir übernehmen die Gesamtmaßnahme. Das heißt, von der Konsolidierung über die Reinigung bis zur Restaurierung, die Baustelleneinrichtung und so weiter. Das ist das erste Mal, dass wir die Gesamtmaßnahme übernehmen und sponsern. Um ein so großes Projekt realisieren zu können, sind nicht nur wir und Terre Frankreich involviert, sondern auch das Kulturministerium, das Louvre und unter anderem auch das zuständige Denkmalamt. Hier am Obelisk in Paris werden unterschiedliche Maßnahmen durchgeführt. Zuerst die Konsolidierung, die Reinigung, dann die Restaurierung und dann wieder wird ein Teil gereinigt. Wir arbeiten jetzt aktuell am Obelisken oben und zwar mit dem Niederdruckpartikelstrahlverfahren mit unserer GS-Strahlpistole und einem Strahlmittel, dem Aluminiumsilikat, das eine Körnung von 40 bis 80 Mikrometer hat. Die Reinigung findet bis Ende Februar statt. Die Restaurierung wird im März stattfinden. Dann wird anschließend das Gerüst abgebaut und wir kommen dann nochmal Ende April, Anfang Mai, werden den Bodenbereich mit dem HDS in der Dampfstufe reinigen und ebenfalls nochmal mit dem Niederdruckpartikelstrahlverfahren reinigen. Im Prinzip gibt es hier zwei verschiedene Arbeitsbereiche. Einmal den Sicherheitsbereich direkt am Obelisken selber, wo gearbeitet wird. Dort muss Vollatemschutz getragen werden, der komplette Schutzoverall, damit auch sichergestellt werden kann, dass keine Verschmutzung oder kein Staub eingeatmet wird. Nach dem Verlassen des Arbeitsbereiches wird einmal kurz abgespült, somit dass kein Staub nach außen getragen werden kann, um zusätzliche Verschmutzung zu vermeiden. Zusätzlich wird dieser Bereich mit einer Entstaubungsanlage abgesaugt, sodass definitiv kein Staub nach außen gelangen kann und die Staubkonzentration minimal gehalten wird. Die vier Restauratoren, mein französischer Kollege und ich, wir sind natürlich besonders stolz drauf, an so einem enorm alten Objekt arbeiten zu können. Und wenn man dann den Unterschied zu vorher nachher sieht, ist wirklich toll zu sehen, was man dann geleistet hat.